Hi, ich grüße euch, ihr schönen Schleckermäulchen. Willkommen bei Yam Yam Lecker. Heute gibt es frische Früchte. Wir machen nämlich heute eine leckere Marmelade, auch wenn man Marmelade nicht sagen darf, weil Marmelade dürfen nur Zitrusfrüchte sich nennen. Das heißt eigentlich Fruchtaufstrich, aber ist eigentlich auch Wurst, weil wir verkaufen es ja nicht, weil wir verschenken es ja oder machen es für uns selbst. Ja, warum ich mich heute ein bisschen verkleidet habe, heute spielt wieder Deutschland und ja, schauen wir mal. Also ich hoffe mal, die spielen nicht pflaumenhaft. Was erwartet euch in dem kommenden Video? Ja, ihr seht alles rund um, wie man Marmelade macht. Das ist, könnt ihr als Grundrezept nehmen. Ich mache es heute halt mit Pflaumen. Und klar, ihr könnt das kombinieren mit anderen Früchten. Oder ja, also es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten. Ich werde sicher auch bestimmt noch das ein oder andere Rezept nochmal hier vorstellen, aber das Grundrezept ist eigentlich im Grunde genommen ja immer gleich. Ganz zum Schluss kommt dann nochmal so ein paar wissenswerte Sachen, ein paar interessante Sachen rund um das Thema Marmelade. So, unter anderem erfahrt ihr auch zum Beispiel, warum Zucker uns so gute Dienste leistet, auch wenn es ja eigentlich ein Stoff ist, der eher in Verruf geraten ist, zu Recht. Aber ihr werdet erfahren, warum Zucker so gut ist. In dem Fall. Wir fangen jetzt an. Ich zeige euch schon mal kurz so die Zutaten, die wir brauchen. Da sind wir. Geht los. Also, was brauchen wir für Zutaten? 1 Kilo Pflaumen. Das sind ungefähr 1,5. Ich hoffe, also ich denke, 1 Kilo kommt da locker mal raus. Dann brauchen wir noch Gelierzucker. Wir nehmen 2:1, also 2 Teile Früchte, 1 Teil Zucker. Sprich 500 Gramm Zucker, 1 Kilo Früchte, Zitrone. Dann machen wir noch einen Schuss Amaretto rein. Auf jeden Fall ein Pflaumenmusgewürz kommt rein. Also das gibt dem Ganzen natürlich eine ganz besondere Note, natürlich eine weihnachtliche Note. Da haben wir Zimt, Anis, Zitronenschalen, Nelken, Ingwer und Sternanis. Und dann haben wir noch hier echte Vanille. Das passt natürlich auch sehr gut zu Pflaumen und gibt dem Ganzen natürlich einen richtig leckeren Geschmack, also ein richtig tolles Aroma. So, Pflaumen entkernen und dann in kleine Stücke schneiden. So, welcome back. Die Pflaumen sind fertig geschnitten. Also wenn ihr keinen Entkerner habt, wie ich zum Beispiel, könnt ihr auch mit ein bisschen Verschnitt arbeiten, einfach rechts und links, beziehungsweise alle 4 Seiten so einfach abschneiden, dass ihr so Stücke bekommt. Dann seid ihr natürlich da auch schneller mit fertig. Wir wiegen das Ganze mal. Die Schüssel wiegt 300 Gramm, das haben wir schon gewogen. So, da könnt ihr jetzt leider nicht sehen, sind 1420, also man kann sagen, 1100 Gramm ist okay, kommen wir mit klar. 1100 Gramm. So, da kommt jetzt dann der Gelierzucker dazu. Dann der Saft von einer halben Zitrone. Zitrone muss nicht sein, könnt ihr auch weglassen. Unterstützt dann nochmal zusätzlich den Geliervorgang. Kleinen Schuss von dem Amaretto dazu.
Das dient halt einfach nur, um das ein bisschen zu harmonisieren. Dann geben wir was von unserem Pflaumenmus-Gewürz dazu. Da geben wir so 2 Messerspitzen. Ihr könnt da auch später nochmal was nachwürzen, wenn ihr probiert. Also ich mag so eine Note ganz gerne, deshalb tue ich da auch etwas mehr als 2 Messerspitzen rein. Dann kommt die Vanilleschote. So, einmal auskratzen bitte. So, wenn ich gleich schwarze Fingernägel habe, dann wisst ihr auch warum. Es ist kein Dreck. Okay. So, das haben wir. Wie gesagt, das hier direkt einfach mit rein. Dann das Ganze einfach ein bisschen durchmischen. Einfach ein bisschen durchmischen. So, alle Folie drüber und ab damit in den Kühlschrank. Wenn ihr euch die Zeit nicht nehmen wollt, dann klar, könnt ihr das natürlich auch sofort machen. Also das muss nicht durchziehen, das ist kein Thema. Wenn ihr die Zeit habt oder wenn ihr es sowieso oder wenn es sinnvoll ist, es vorzubereiten, wie in meinem Fall, weil gleich spielt Deutschland wieder. Ich habe keine Zeit, wie immer. So, ich habe das vorbereitet und ich mache dann damit morgen weiter. Das kommt dann in den Kühlschrank. Ihr könnt es entweder 3-4 Stunden in den Kühlschrank tun, dass es ein bisschen durchziehen kann. Und beginnt dann mit dem Kochen. Oder ihr lasst es halt wirklich einen kompletten Tag im Kühlschrank so stehen. Und dann kann das gut durchziehen und die Pflaumen können dann gut Flüssigkeit ziehen. So, ja, so einfach ist das. Bis dahin wären wir schon mal klar und dann würde ich mal sagen, bis morgen. So, hi Leute, da sind wir wieder zurück. So, ein Tag ist vergangen. Deutschland hat gewonnen, 1-0. Gott sei Dank. Also, ja, also keine Pflaumen. Wir machen jetzt weiter mit unserer Pflaumenmarmelade oder Pflaumenaufstrich. So, dafür haben wir jetzt hier die Masse, die jetzt einen Tag im Kühlschrank war. Die probiere ich jetzt mal kurz. Ist schon nicht schlecht. Wir machen noch ein bisschen von dem Gewürz rein. So, das sind jetzt 5-6 Messerspitzen. Ach so. Merke, ich sehe gerade hier die Vanille. Die tun wir raus. So, jetzt wird das Ganze püriert.
richtig gute Farbe, würde ich mal sagen. Das kommt jetzt in den Kochtopf. Ihr seht, wie schnell das schon gleich aufkochen wird. Und dann drei Minuten sprudeln kochen lassen. Die Einmachgläser, die habe ich schon mit kochendem Wasser abgespült. Also zweimal so anderthalb Liter. Vor allen Dingen ist auch wichtig die Deckel, gerade wenn die schon mal gebraucht waren, und Gummis gegebenenfalls. Die müssen also mit richtig kochendem Wasser müssen die übergossen werden. Also dass die sozusagen hygienisch, also frei von Bakterien sind. Die Vanilleschote geben wir mit rein noch für den Kochvorgang. Stellen wir hier mal so ein kleines Schüsselchen mal eben ins Eisfach. Dann machen wir gleich die Gelierprobe mit. So, es fängt jetzt an zu kochen. Ab jetzt 1, 2, 3 Minuten. Und dabei rühren. Für die Gelierprobe nimmt ihr halt, wie gesagt, einfach ein kleines Tellerchen und gebt da etwas drauf. Und lasst es mal kurz einen Moment stehen. Und wenn wir gut gearbeitet haben, dann sollte es fest werden. Also wie ihr seht, die Haut ist eindeutig da. Es läuft auch nicht wirklich. Also wenn es sich so ein bisschen bewegt, ist es okay. So, hier könnt ihr jetzt sehen, hier sind die Gläser, wo wir die Sachen jetzt einfüllen. Die sind immer noch heiß. Einfach rumdrehen. Die Deckel mit desinfiziert, den Gummi und natürlich auch die Schöpfkelle zum Einfüllen. So, und jetzt am besten nicht mehr so an den Rand oder sonst wie groß drankommen. So, möglichst, dass nichts auf den Verschluss tropft. Also wie gesagt, am besten verwendet ihr wirklich so einen Einfüllstutzen. Und die muss natürlich heiß eingefüllt werden. Rand voll füllen. So, und so seht ihr es, wie man es nicht macht. Ich habe es etwas zu voll gemacht. Und wie gesagt, dieses verwende ich normalerweise nicht. Also so sieht das dann bei mir aus. Ich mache dann da einfach, also diese könnt ihr ja kaufen im Handel oder auch im Internet kann man die kaufen. Dann mache ich da vorne so ein Etikett. Manchmal vergebe ich auch so einen eigenen Namen dafür, so aus Gag. Und also das ist jetzt Hans Josefs 72. Geburtstagsedition. Senf, so scharf süß. Und hinten schreibe ich dann kurz drauf so Zutatenliste, wann es gemacht wurde, Haltbarkeitsdatum. Für die Marmelade, das habe ich schon vorbereitet. Es kommt dann dieser Zettel hier auf die Rückseite. Und dann der Zettel kommt dann hier auf die Vorderseite und so. So ist das dann ein bisschen nett auch noch beschriftet. Und vor allen Dingen halt auch mit dem Datum, dass man weiß ungefähr, wann es gemacht worden ist. Ja, ist ja auch nicht so ganz unwichtig. 6 Gläser haben wir daraus mit 230 Gramm. Okay, das war's dann von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein. Also wenn es euch gefallen hat, dann klickt hier, klickt da, klickt dort, klickt hier, klickt überall. Ja auch. Also klickt, was das Zeug hält, und haut rein und teilt es bitte. Geht auf Facebook, folgt mir auf Facebook. Teilen und klicken, 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 teilen und klicken. So, hi. Nochmal ganz kurz. Ich will euch nochmal natürlich zeigen, wie es geworden ist, die Marmelade. Sie ist super gut geworden. Und ich werde euch das natürlich mal kurz zeigen, wie sie geworden ist. So.
Also wie ihr seht, also richtig geile Farbe, super Konsistenz, also richtig geile Farbe. Man sieht auch die schwarzen Pünktchen von der Vanille. Also richtig, richtig super Farbe. Ist richtig gut geworden, richtig gute Konsistenz. Könnte vielleicht noch ein Tick fester sein, obwohl das ist auch ein bisschen Geschmackssache, aber dann läuft sie halt nicht so vom Brot so leicht runter, je nachdem. Also es ist auf jeden Fall super geworden. Auch, also geschmacklich auch. So, zum Beispiel könnt ihr auch auf Birne. Warum immer Marmelade aufs Brot? Warum nicht mal zum Frühstück Obst essen? Und dann als kleines besonderes Special halt dann da Marmelade drauf. Birne und Marmelade, passt. Am Schluss, sag ich mal, kommt da mein Gelabere. Was ich aber auch gut finde. Bin ich jetzt beim Kochkanal gelandet. Ja, jetzt sind wir am Schluss angekommen. Ihr habt tapfer durchgehalten und jetzt gibt's noch kurz ein paar Infos, wie versprochen, warum Zucker so gut ist. Nämlich durch das Erhitzen und die Zugabe von Zucker wird eine längere Haltbarkeit erreicht. Man kann die so gefertigte Marmelade mindestens ein Jahr haltbar machen. Am besten lagert man die fertigen Gläser kühl, trocken und dunkel bei ca. 4 bis 12 Grad. Bei höherer Temperatur verringert sich die Haltbarkeit. Zucker hat dabei eine konservierende Wirkung. Tatsächlich kann ein Zuckergehalt von mindestens 50% einen Befall mit schädlichen Keimen, insbesondere Schimmelpilzen, verhindern. Auch wenn wir darauf verzichten sollten, zu viel Zucker zu uns zu nehmen, leistet er uns in der Marmelade weitere gute Dienste, da er auch die Farbe und Aroma länger erhält und den Abbau von Vitaminen bzw. Nährstoffen verlangsamt. Die fertigen Gelierzuckermischungen enthalten noch zusätzlich Pektin und Zitronensäure, die ebenfalls für längere Haltbarkeit eingesetzt werden. Dadurch kann eine Marmelade mit einem geringeren Zuckergehalt, zum Beispiel von 2:1 oder 3:1, Verhältnis Fruchtanteil zu Zucker, ebenfalls unbedenklich länger haltbar gemacht werden. Außerdem wird durch die Geliermittel die Kochzeit verringert, nur ca. 3 Minuten sprudelnde Kochzeit. Möglichst sollte nicht mehr als 1 Kilogramm Früchte auf einmal gekocht werden, sonst verlängert sich die Kochzeit, da nicht genug Wasser verdampfen kann. Eine längere Kochzeit wiederum führt so schnell zum Verlust von Nährstoffen im Obst. Alternativ statt Pektin, also Geliermittel, kann man zum Beispiel auch Agar-Agar verwenden. Das ist aus Meeresalgen gewonnenes Pulver und das wird mit kaltem Saft angerührt und der heißen Fruchtmasse zugesetzt. Dann kocht man das Ganze noch einmal auf. Allerdings kann der Geliervorgang dann einige Tage dauern. Und währenddessen sollte man möglichst die Gläser nicht bewegen oder halt Ruhe stehen lassen. Ja, das nur noch so am Rande. Und das wäre es jetzt von meiner Seite.